So, Leute, willkommen zu einem niegelnagelneuen Let's Play. Und zwar mit dem neuen Singleplayer Let's Play Hooters Pro Cup Series von 2002. Da ich ja schon gesagt habe, die anderen NASCAR Racing Season, NASCAR Racing Simulationen auf dem 64-Bit nicht mehr funktionieren, dieses hier schon, möchte ich das hier mit euch mal ganz von vorne ausprobieren. Dazu gehe ich mal in die Karriereinfos. Haben wir noch nichts. Option, Warning, Hooters Pro Cup CD, Insert. Brauchen wir nicht. Teste. Wunderbar. Und gleich gibt es technische Probleme, die ich jetzt mal ganz schnell lösen werde. Dann mache ich hier ganz kurz Unterbrechung und hole erstmal die CD. So, Leute, zurück zum Hooters Pro Cup Series Game. Nachdem ich jetzt die CD endlich gefunden habe. Jetzt kann ich hier nämlich auch Karriereinfo nehmen. Ich kann hier mir ein neues Profil anlegen und werde natürlich hier in dem Fall Jeff Gordon nehmen. So. Select ein Car. Mal gucken, welche uns am besten gefällt. Tja, die 24 gibt es natürlich wieder nicht. Das war ja ganz klar. Aber ich glaube, ich habe schon meinen Favoriten gefunden. Oder auch nicht. Wo war der denn jetzt? Ich glaube, ich nehme die 19. So, damit habe ich das jetzt schon mal hingekriegt. Forced Feedback wollen wir natürlich anhaben. Stealing Help, Automatic Reverse aus, Braking Help aus, Automatic Shipping aus. Sensitive Level Interrupt. So, jetzt wollen wir den Controller erstmal einstellen. Stealing Right. Left. Gas, Bremse, Shift up, Shift down, Rear look und Pit Menu. Das haben wir jetzt schon mal. Jetzt wollen wir ganz kurz. Next, was haben wir denn hier noch? Dann wollen wir hier Scroll up, Scroll down, Interface und dieses. Das ist alles richtig. Das akzeptieren wir. Gibt es hier eigentlich nochmal eine Option für Grafik? Nein, gibt es nicht. Okay. Wir könnten Multiplayer spielen. Mal gucken mal. Ah, hier könnte ich jetzt eine IP-Adresse eingeben, aber die habe ich jetzt noch nicht. Season könnte ich spielen. Aber das mache ich jetzt noch nicht. Das kommt später nochmal. Testing oder Singleplayer? Wir nehmen Singleplayer und nehmen eine Strecke Ace Speedway. Hört sich gut an. 0,4, nein, ist mir zu klein. New York. Alles so klein. 0,5 mal 0,6 Indianapolis. Florida ist fast eine Meile. Kentucky, Alabama. Erstmal gucken, dass wir ein etwas größeres Oval kriegen, aber das sind alles so klein. Wahrscheinlich ist das in der Hooters Series standardmäßig kleiner. Okay, was hatte ich gesagt? Kentucky. Wo auch immer Kentucky war. Ne, Florida. Okay, nehmen wir das.
Ich könnte theoretisch in der Garage, aber... Race-Option. Achso, cool. Hier nehmen wir natürlich... alles. Ich habe schon mal ganz kurz vorher getestet und die sind verdammt schwer, deswegen will ich bei sie easier machen. 30 Runden sollten erstmal reichen. Full Pace Laps. Eine. Full Tire Wear Rates. Dreimal. Ganz normal. Caution Laps. Natürlich an. Count Caution Laps an. Dann Marsh Dynamics an. Und Stadium Light natürlich auch an. So viel zu sehen. Ne? Gucken wir mal kurz ins Practice rein. Mir ist auch schon aufgefallen, dass hier ein ganz bekannter Name mit drin ist, und zwar dieser hier. Brian Bickerstein. Auf der 11. Position, der fährt heute im Sprint Cup. Gehen wir mal einfach auf Go. Das, was ich noch wissen würde, gerne, ob ich die Kamera einstellen kann. Das konnte ich auch, meiner Meinung nach. Wenn es dann gleich mal starten sollte. Da ist die Kamera. Ah, jetzt muss ich schalten. Tatsächlich, das funktioniert. Gut, die Grafik ist natürlich nicht so wunderbar. Aber dafür funktioniert das Force Feedback tatsächlich. Ist natürlich kein Nesca 2003. Aber es ist ein Nesca-Game, was nicht jeder kennt. Ich hatte es damals auch zufällig nur gefunden gehabt. Und... hat es mal installiert und jahrelang jetzt im Schrank liegen gehabt. Bis mich Joe wieder auf die Idee gebracht hat, irgendwie, das wieder rauszukramen. Eher ungewollt. Wahrscheinlich weiß er gar nicht, dass er mich auf die Idee gebracht hatte. Allerdings war er in diesem Hooters Restaurant. Hooters ist Werbung für ein Burger-Restaurant in Amerika, wo nette Damen mit großer Oberweite die Bedienung spielen. Joe war dort in L.A., während ich woanders gerade unterwegs war. Ich glaube, ich war zu dem Zeitpunkt in Madame Tussauds in Hollywood. Und... hab's mir dort gut gehen lassen. Was ich nochmal wissen möchte, wenn ich jetzt hier gleich in die Box mal reingehe, ob ich nicht sogar endlich mal in die Garage reingehen kann, um mir ein vernünftiges Setup, oh, die Box natürlich glatt mal verpasst, ein vernünftiges Setup aussuchen könnte. Okay, jetzt versuchen wir es nochmal in die Box reinzukommen. Mein Rückspiegel, der da oben noch schwarz ist, würde ich auch gerne... würde ich auch gerne mal... Ah, schon wieder verpasst? Kann doch nicht wahr sein. Okay, fahren wir noch eine Runde. Ist gar kein Problem für uns. Ach ne, da hier ist die Box noch nicht. Hier geht's langsam los. Gestrichelte Linie. Lenkung sehr direkt. Okay, ich gehe mal auf. Wo war ein Reverse? So, kann ich das auch machen. Ja, ich weiß, so macht man das normal nicht. Achso, jetzt könnte ich theoretisch hier Interface. Hoch, runter, kann ich alles einstellen. Change Tire, Luft, können wir mal ein bisschen mehr machen. So. Allerdings nervt er mich hier gerade. Ah ne, ich müsste das noch eingeben, dass er das jetzt ausführen soll. Genau. Ja, wechseln Sie jetzt die Reifen? Wechseln nicht die Reifen? Ah, der fährt sogar automatisch hier zurück. Okay. Also Boxeinfahrt und Ausfahrt. Da oben steht jetzt Player Control. Dann kann ich das wieder hier kontrollieren. Also
Also Box-Einfahrt, Ausfahrt ist ja automatisch, da kann man aber etliche Sachen einstellen, wie man gesehen hat. Aber allerdings ist das hier eine beschissene Box-Einfahrt, muss man sagen. Boah, was war das denn? Ich denke hier schon wieder die Box-Einfahrt, aber war ja aber nichts. Ich gehe jetzt nochmal raus hier und guck mal, ob ich jetzt mal in diese Garage reinkomme. Das fasziniert mich doch ein wenig. So. Wrong way. Ich stehe gleich da oben. Okay, ich versuche jetzt mal... Ach, hier kann ich sogar hinterfahren. Ein Stück aber auch mehr. Zum LKWs. So, das Practice werde ich jetzt mal beenden. Und gleich mal gucken. Ich... Nee, hier komme ich nicht rein. Okay. Egal, machen wir das Qualifying und fahren einfach mal das erste Rennen gleich. Heute in Jeff Bourne. Los Jeff, zeig mal, was du drauf hast. Ja, ist nicht so realistisch und die hat es auch gar nichts mit einer Simulation hier zu tun. Ist eher eigentlich aus, denke ich mal, werbetechnischen Gründen mal erschienen. Um diese Hooters Restaurants bekannter zu machen. Hooters war übrigens mal ein Sponsor von einem NASCAR Winston Cup Champ. Und zwar Alan Kowicki. Meines Wissens 1900... 92, 91, 92 müsste Champ geworden. Oh, ich habe sogar einen Spotter hier gerade. Hat mir gerade gesagt, White Flag. Eine Runde zu fahren. Okay. Oh, mal gucken. Das Qualifying was gebracht hat. Good job, Driver. Nice run. Ja, ich habe Good Job, aber ich weiß gar nicht, auf welchem Platz ich hier bin. Wie auch immer. Muss ich jetzt hier was machen? Achso, press exit wieder to race. Da machen wir glatt noch nix. Dann gehe ich direkt mal ins Race. Keine Ahnung, was für einen Platz ich jetzt gemacht habe. Das sieht aus wie nicht der letzte. Okay. Gibt es sogar einen Führer. 36. Da oben. Achso, okay. Dann machen wir unser erstes Hooters Series Rennen abbestreiten. Übrigens geile Lackierung von mir. Sieht aus wie Schwäbisch Hall. Auf diese Steine können sie bauen. Jack's Arrow. Also Pacelabs fährt man hier zu einem raus selber, also das haben sie ja schon mal schön gemacht, das hat EA niemals geschafft. Allerdings kann EA mit Grafik und Fahrfeeling im Gegensatz zu diesem hier doch noch ein bisschen besser aufbauen. Oh, ist auch schön. Der sagt mir nicht mehr, er steht auch noch oben. Okay. Sogar zwei Einführungsrunden. Sehr interessant. Was eben auch geil ist, dass bei so einem Game, was wirklich nicht so wunderbar aussieht, aber trotzdem Force Feedback unterstützt. Das ist echt verrückt. Hut ab. Für Hooters. Mich nervt das noch mit dem Spiegel, dass ich den nicht habe. Da muss ich nochmal gucken. Okay, Pace Guys in. Green, green, green. Aber die ziehen trotzdem noch ganz schön ab, ja, also muss man ja auch sagen. Oh, da war ein Crash. Auch nicht schlecht. Allerdings kriege ich hier keine Anweisung sonst.
die fahren schon wieder an mir vorbei. Wow, wow, wow. Irgendwie habe ich hier noch keine Chance. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen einfacher einstellen. Weil die Drehzahl spielt ja auch hier verrückt. Ich dachte eigentlich, dass ich die Übersetzung ein bisschen anders machen kann. Aha, Yellow Flag is out. Caution came out. Kommt, lass mich nochmal dran vorbei. Ist die Caution. Okay. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo ich mich ein. Da habe ich keinen Plan, ob ich jetzt hier einfach so bleiben kann. Am besten müsste mich keiner mehr überholen, ne? Ah, alles ein schönes Durcheinander hier. Keine Anweisung. Das ist mir ein bisschen schlecht. Ich habe auch keinen Plan, auf welchem Platz ich sonst bin. Normalerweise. Wahrscheinlich nur am 20. Okay. Vielleicht auch 27. Man weiß es nicht. Gleich sehen, ob wir Black Flag kriegen oder nicht. Also ein Spotter wäre hier echt schon ratsam. Also ein SK ohne Spotter ist echt kompliziert. Nochmal zu den älteren NESCA Racing Seasons. 2002, der NESCA Racing 4, 3, 2, 1, Legends und Pickup Truck Series. 99er Edition gibt es auch noch. Diese funktioniert tatsächlich, auch das 2002 nicht, auf 64-Bit-System. Ich habe heute alle ausprobiert, alle versucht zu installieren, keine Chance. Also haben wir alle die NESCA Racing Season 2003 noch gerne erfahren. Stay behind the 39. Okay, da hat er mir die Anweisung gegeben. Haben wir richtig Glück gehabt mit dem 64-Bit-System, dass das dann noch läuft. Das ist aber eine lange Caution. Baby, ja, bin ich doch mit der 39, jetzt stoppt das hier gerade. Ja, bin ich. Naturally fresh. Hit noble spoiler, aber das haben sie irgendwie alle. Das ist ein Standard-Sponsor für das Series? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es echt nicht sagen. Ich konnte da auch im Universe gucken. Tja, ich habe keinen Plan. Ja, eigentlich hätte ich eingetippt, hier im Reverse zu gucken, also dass ich rückwärts so hinter mir gucken kann. Gibt es hier noch eine Green Flag? Weil das wäre echt mal ratsam.
bin hinter der 39. Wie oft willst du mir das denn noch sagen? Oh, das war aber lang. Meine Fresse, nur eins. Da haben die Aufräumarbeiten aber doch ganz schön lange gedauert. Also diese Grafik ist eigentlich so von NASCAR Racing 1 vergleichbar von 1994. Vielleicht noch NASCAR Racing 2, wobei NASCAR Racing 2 wirklich richtig genial war damals schon. Wie gesagt, da gab es dann erstmal einen Spotter und alles. Next time by, hallo? So. Das ist ja witzig. Wie war über die Ziellinie? Hey, wer schiebt mich da an? Wow, die ging ja ab hier. Hey! Das wäre mal ein Alter, was machen die denn hier? Die drängen sich aber hier durch, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Also Lenkung ist wirklich fast wie Automaten. Was sagt der Spotter mir aber doch? Jetzt bin ich schon wieder auf dem 36. Platz. Boah, Alter, three wide. Die mich schon wieder? Ich würde sagen, ja. Sind die aber verdammt schnell. Also das muss ich auf jeden Fall leichter einstellen, die Gegnerstärke, weil das ist ja gar nicht machbar hier. Ich frage mich auch, wann ich in diese Garage rein kann, um die einstellen zu können. Über die Ziellinie. Boah, das war knapp. Aber ich bleibe diesmal auf dem 36. Platz. Da haben wir den nächsten. Caution. Also schön, dass sie hier richtig viele Fehler machen. Also das ist schon mal angenehm. Stay behind the 7. Ist das die 7? Ist das die 7? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 4. Ich kann es wohl nicht erkennen. Stay behind the 61. Ja, das ist die 61. Okay. Frei, muss man nochmal lassen. Allerdings braucht man hier nicht bremsen in den Kurven und so. Also einfach Vollgas und durch. Das auf einen 0,75 Meilen nochmal. Ja, nein, natural fresh. Foods. So, ich habe sogar nicht drauf gedacht, ob die anderen Autos jetzt auch mal. Jetzt muss ich da sein. Was ist der behind the set? Willst du mich verarschen oder was? Was denn jetzt? Ach tatsächlich, der hat auch die Werbung. Der hat auch die Werbung. Ich hab... Oh, Verzeihung, Sam. Jetzt wieder hinter der 61, die wissen auch nicht, was sie wollen. Er ist gerade ein bisschen besoffen.
brauchen nochmal Green Flag hier. Reifen brauche ich noch nichts. Jetzt kann ich mir mal das Pesca gucken. Ja, aber... Ah, oh, das Pesca. Jetzt erstmal mit vorbeifährt. Da ist das Pesca. Ist ja immer noch hinter die 7, aber... Gehe ich hinter die 7, sagt er mir wieder. Bist du hinter die 61? Warum gehst du jetzt voll in den Eis? Ja, dann lass doch die 61 vorbei. So, habt ihr jetzt endlich Plätze getauscht? Das ist ja wunderbar. Aber dies ist tatsächlich ein Sponsor von Hunters. Serious, weil das auf jedem Spoiler steht. Zwölf Runden sind noch über. Die grüne Flagge gibt. Also die Yellow Flags sind hier echt lang. Schauen wir mal das. Green, next time by. Oh, Gott sei Dank. Schön, dass man hier stehen bleibt, wenn es gleich grün gibt. Alter, ey, seid ihr bescheuert hier oder was? Kann doch nicht wahr sein. To go! Alter! Kann doch nicht wahr sein, jetzt haben sie ihn wieder. Stay behind the 61 wieder. Seven. Jetzt geht das hier wieder los. Hm. Reifen warm fahren wieder. Gucken, ob ich noch einen Platz gut kriege hier. Ich weiß gar nicht, warum diese Idioten bremsen. Ey. Ja, was denn jetzt hier? Hm.
Ich sag mal, ich soll hinter dir bleiben. Ich bin ja mal gespannt, ob wir nochmal grün kriegen. Ich verstehe das auch nicht, warum die immer so abbremsen. Vorne ist alles frei. Knopfdruck kann man auch den Sound ausstellen. Das ist ja der Wahnsinn. Okay. Eigentlich wollte ich den Spiegel anstellen, aber das war aber nichts. Eine Minute. Würde ich unten hier auch mal bremsen. Was Yellow Flag, Alter? Das kann doch nicht wahr sein. Thank you.
ist übrigens das Pacer. Das stimmt. Sofort muss es doch irgendwie sein. Oh ja, genau. Haut nochmal weg, das Pacer. Super macht er das. Ist aber schön, dass man das Pacer hier tatsächlich wegbekommt. Boah, was für ein verrücktes Ende. Meine Fresse war es. Das war ja ein verrücktes Rennen. Mit einem verrückten Ende. Gut, aber immer noch komme ich hier nicht in die Garage rein. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Vielleicht eine Season mache? Yes, Season. Yes. Ich kann hier South und North Season nehmen. Immer die South. Ich gucke mal, ob ich jetzt, wenn ich Practice mache, ob ich dann in die Garage reinkomme. Achso, das ist ja wunderbar. Nee. Da kann man gar nichts sagen, okay. Gut. Nö, okay. Denn mit diesem verrückten ersten neuen Let's Play von Hooters Pro Cup Series Game verabschiede ich mich. Ich werde demnächst mal ein bisschen mich weiter damit beschäftigen und das dann euch wieder präsentieren. Schreibt mal ein paar eurer Meinung unter das Video. Was haltet ihr von diesem Game? Ist natürlich nichts vergleichbar, es soll auch nichts Konkurrenzmäßiges zu NASCAR Racing Season 2003 sein, aber ist einfach mal so ein Fun-Game, was auch nicht jeder kennt von NASCAR. Okay, Jungs, mir geht's dann, bye, bis zum nächsten Mal.